Hi, ich bin Marcel und ich arbeite in der Verwaltung. Heute zeige ich euch anhand von Beispielen, wie ihr die Methoden Design Thinking und Lean Startup in der Verwaltung einsetzen könnt und welche Vorteile der Einsatz beider Methoden mit sich bringt. Stellt euch vor, ihr seid Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines Referats in der Verwaltung. Ihr seid der Meinung, dass die Antragstellung für den Angelschein aktuell viel zu lange dauert und darüber hinaus noch überaus kompliziert ist. Ihr sucht also nach einer Lösung für dieses Problem. Wie die zukünftige Lösung aussieht, das wisst ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Bevor ihr auf die Suche nach einer konkreten Lösung geht, müsst ihr zunächst den Kern des Problems verstehen. Worauf kommt es der Zielgruppe wirklich an? Was geht es zu lösen? Hier kann euch Design Thinking helfen. In der ersten Phase geht es vor allem um Verstehen. Erfahrungsgemäß liegt das eigentliche Problem meist etwas tiefer, als auf den ersten Blick zu erkennen. Mit der richtigen Methode kommt ihr den wahren Gründen und Herausforderungen aber schnell auf die Schliche. Im Design Thinking wird das Problem als Design Challenge bezeichnet. In unserem Fall könnte diese zum Beispiel lauten: Wie können wir für unsere Nutzergruppe die Beantragung des Angelscheins einfacher und kürzer gestalten? Achtet darauf, dass ihr die Fragestellung möglichst offen formuliert und die Lösung nicht vorwegnehmt. Sonst schränkt ihr die Lösungsfindung ein und habt ganz schnell die altbekannten Scheuklappen auf. Eine ungünstige Design-Challenge wäre zum Beispiel: Wie können wir mit Hilfe einer App die Beantragung des Angelscheins für unsere Kundinnen und Kunden vereinfachen? Damit die zukünftige Lösung einen echten Mehrwert bietet, müsst ihr nun eure Zielgruppe genauestens kennenlernen, deren Bedürfnisse verstehen. Was ist eurer Zielgruppe wichtig? Wie digital affin sind sie? Worauf legen sie in ihrem Alltag besonderen Wert? Es hilft enorm, direkt mit eurer Zielgruppe zu sprechen, statt Annahmen zu treffen. Ein strukturierter Interviewfragebogen bietet sich hier an. Versetzt euch in die Lage eurer Zielgruppe und versucht, Empathie aufzubauen. Geht beispielsweise anhand einer Customer Journey einen typischen Tagesablauf aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer durch und bestimmt so, wie eure Zielgruppe ihn erlebt, stellt euch und euren Nutzerinnen und Nutzer dabei immer wieder die Frage nach dem Warum. Und das so oft, bis ihr das wahre Bedürfnis herausgefunden habt. Warum? Weil die wahren Gründe für ein Problem gerne tiefer versteckt sind. So gelangt ihr zur Wurzel des Problems und findet heraus, was euren Nutzerinnen und Nutzer wichtig ist und deckt ihr eigentliches Bedürfnis auf. Hiermit habt ihr den sogenannten Potenzialraum abgesteckt und könnt euch der nächsten Phase widmen, dem Definieren. Hierbei gilt es, möglichst viele Ideen zu sammeln, mit denen das identifizierte Bedürfnis gelöst werden kann. Dabei ist Quantität der Schlüssel. So lassen sich aus einer Vielzahl von Ideen die besten herausfiltern. Achtet darauf, dass sich der Kreis aus Ideengebern möglichst heterogen zusammensetzt, um möglichst viele verschiedene Perspektiven abzudecken. Baut auf den Ideen der anderen auf. Denn erst durch das Kombinieren und Weiterentwickeln von Ideen erwachsen die besten Innovationen. Dies sind übrigens nur ein paar Design Thinking Prinzipien, neben vielen anderen. Die Prinzipien helfen euch dabei, einen strukturierten Rahmen für euren Prozess zu schaffen. Um im Sinne der Nutzerzentrierung möglichst frühes und direktes Feedback eurer Zielgruppen einzuholen, macht eure Ideen durch Prototypen greifbar. Die Nutzerinnen und Nutzer wissen am besten, was gut ist und wo es noch etwas zu verbessern gibt. Wie euer Prototyp aussieht, hängt ganz von eurer Idee und der Zielgruppe ab. Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob Knetmodell, Zeichnung, Klickdummy oder Erklärvideo, alles ist erlaubt, solange es den Zweck erfüllt. Sollte euer Prototyp einmal nicht auf positive Resonanz treffen, ist das kein Weltuntergang. Im Gegenteil, ihr testet anhand von einfachen Prototypen, bevor ihr viel Aufwand und Kosten in die Entwicklung gesteckt habt. Außerdem habt ihr noch andere Ideen im Köcher und das Feedback aus den Testen hilft euch, diese weiterzuentwickeln. Scheitere früh und oft ist das Motto zum Erfolg. Dies wiederholt ihr so oft, bis ihr die beste Lösung aus Sicht eurer Kunden gefunden habt. Kommen wir nun zur zweiten Innovationsmethode, Lean Startup. Lean bedeutet nichts anderes als schlank. Ziel der Methode ist es, mit möglichst wenig finanziellem und zeitlichem Aufwand Produkte oder Funktionen zu entwickeln und zu testen, ob es die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer trifft. Eines der Grundprinzipien von Lean Startup ist Learning by Doing, also Lernen durch Handeln. Anstelle sich also auf eine Vielzahl von Annahmen und möglichen Implikationen zu fokussieren, werden Produkte möglichst schnell entwickelt und durch die Zielgruppe getestet. Lean Startup ist ein Kreislauf bestehend aus Bauen, Messen, Lernen. Und im englischen Original Build, Measure, Learn. Praktisch heißt das nichts anderes, als dass eine Hypothese aufgestellt und schnellstmöglich getestet wird, um daraus zu lernen. Diese Erkenntnisse fließen wiederum in die Verbesserung ein und der Kreislauf beginnt von vorn. Lasst uns das doch einmal an unserem Beispiel des Angelscheins durchspielen.
Anstatt den Nutzerinnen und Nutzern direkt eine fertige App zur Verfügung zu stellen, können die Bürgerinnen und Bürger zunächst über ein digitales Formular ihre Anträge einreichen. Nutzerinnen und Nutzer können direkt im Anschluss ihr Feedback geben und wir lernen innerhalb kürzester Zeit, was bereits gut und was noch verbesserungswürdig ist. Es werden also statt einer fertigen Lösung einzelne Funktionen iterativ getestet. So entsteht Schritt für Schritt eine optimale Lösung. Lean Startup bringt als Methode drei wichtige Vorteile mit sich. Erstens, Entscheidungen basieren auf Feedback, nicht auf theoretischen Annahmen. Zweitens, Nutzerinnen und Nutzer werden so früh wie möglich in die Entwicklung von Ideen eingebunden. Und drittens, Korrekturen können bereits früh vorgenommen werden, sodass nicht in die falsche Richtung gesteuert wird. Wie auch beim Design Thinking sorgen die Iterationsschleifen für ein wandelbares und anpassungsfähiges Produkt, welches langfristig sinnvoll und hilfreich ist. Das waren nur zwei Beispiele dafür, wie auch wir in der Verwaltung agil arbeiten und Probleme nutzergruppenorientiert lösen können. Wichtig ist, dass wir damit anfangen und einfach mal etwas ausprobieren. Veränderung braucht Mut und etwas Experimentierfreude. Wer agil und innovationsfähig ist und sich kontinuierlich weiterentwickelt, wird auch zukunftsfähig bleiben. Und eine zukunftsfähige Verwaltung hilft am Ende uns allen.